So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Unterwegs in Düsterburg 2. Ich habe den Kampf gegen die zwei Vampire und die Vampirfledermäuse offscreen gemacht, da der doch ziemlich lange gedauert hat. Nicht weil er so schwer war, sondern weil er einfach zäh war. Und ja, ihr habt nichts verpasst. Er flüchtet Richtung Süden, hinterher wir haben keine Zeit zu verlieren. Doch, haben wir. Muss ich mich heilen? Nö. Okay, dann wäre ich keine Zeit zu verlieren. Muss in die Wälder geflohen sein. Da ist schon. Ohrring, jetzt setzen wir. Ja, klar. Achso, das ist für die Tusse. Ah, hier ist noch was. Ich glaube, das sieht sehr verdächtig aus. Ach so. Scheiß. Okay, final. Oh, dahinter ist der verdammte Blutsauger. Ich wollte gerade sagen Final Dungeon, aber ich glaube nicht, dass das der Final Dungeon ist, oder? Bleib stehen, du und hier. Sind zum Unterschlupf hinterher. Er flüchtet. Da hinten ist er. Er ist doch irgendwas faul. Der treibt uns doch in eine Falle, du Pissnäcke. Folge ihm nur einfach. War doch klar. Oh Gott, der wird zum Super Saiyajin. Achso, ich dachte, er flüchtet. Er ist einfach weg. Der Vampir scheint uns wohl an einem Ort zu locken wollen, wo er im Vorteil ist. Wahrscheinlich zu dem Ort, wo die Vampire nach ihren Überfällen verschwinden. Wenn wir jetzt nicht gehen, kriegen wir ihn nie zu fassen. Seid du desto sicher, lieber? Lasst uns ihn einfach hinterherjagen. Umso schneller wir sind, desto weniger Vampire könnte er zusammentrommeln. Allerdings müsste diese Teleporter wenigstens wieder angehen. Boah, das ist super Zeichen. Sag ich doch. Ich komme hier hinterher. Okay. Ist gut gemacht. So, da bin ich. Abgefahren! Alles, ich sehe hier keine Vampire. Sieht eher aus wie so ein Keller. Lass uns mal das Vampir raus und Vampir weiterjagen gehen. Was ist? Ich will noch nicht hoch. Ich will wissen, was das Schwert hier bringt. Ach, schade. Hoch oder raus? Bin ich jetzt hier richtig oder falsch? Ich kenne diese Melodie. Cool. Ah, da ist er. Hey! Ah, nee. Ich dachte, das wäre das Schloss Düsterburg, aber okay. Sieht doch bislang. Ja. Nein. Oh. Ihr denkt sicher, dass ich jetzt töten werde. Ich werde ganz sicher. Ihr habt viele meiner Artgenossen getötet und töten lassen. Dass Graf Drachenzahn nicht gern hat, wenn man Menschen tötet, muss ich euch auf eine andere Weise zahlen lassen. Graf Drachenzahn. Ganz recht, wir befinden uns hier in seinem Schloss. Bei den Göttern, hier hast du uns also gemacht. Es ist egal, wo ich euch hingeführt hätte. Ihr braucht nur die Garantie, dass ihr mich nicht stört, wenn ich euch gleich mit meinem Fluch aufhalse. Meine Aufgabe ist es, für meine Brüder zu rechnen. Also muss ich euch eines schmerzhaften Todes lehren. Ich werde euch mit einem Fluch belegen, mit dem ihr bis zu eurem Lebensende zu kämpfen habt. Bis ihr an dem Fluch elendens verreckt. Geil. Die ersten Wochen werdet ihr noch nichts merken, aber dann, ich möchte dann nicht in eure Haut stecken. Ich werde Graf Drachenzahn wissen lassen, dass ihr... Nochmal. Ich werde Graf Drachenzahn wissen lassen, dass ihr unglücklicherweise an einer lebensgefährlichen Krankheit leidet. So bekomme ich keinen Stress und bekomme, was ich will. Geil. Euer Name ist weit bekannt, Herzog Granny, deshalb wäre es viel zu schade, euch den nichts mit... mir nichts abzuschlachten. Euch, dir nichts, mir nichts abzuschlachten. Schwerstsaft soll der Tote bei euch kommen. Dafür wirst du bezahlen, kleiner Bursche. Lass uns beginnen. Warnfried, lass das. Oder Abraxas. Sie sieht so aus wie der. Hör doch auf! Schon so ein Fail. Bring sie in den Kerker. Dort können sie die letzten paar Wochen ihres Lebens verbringen. Okay. So, und was nun? Sie soll es wäre es das gewesen. Sie haben uns nebenbei fast lediglich Ausrüstung geraubt. Ich könnte nur noch ein paar Gegenstände retten. Soll ich mit dem Wächter reden? Dafür. Das würde keinen Sinn machen. Der kleine Vampir würde uns wieder in die Kerker sperren. Wenn wir die Gitter aufbekommen könnten. Granny, das Schloss des Grafen ist riesig. Wir würden den Teleporter nie finden. Und für den Hauptgang zu flüchten wäre auch sinnlos. Wir liegen viel zu weit von Falkenburg entfernt.
Schloss Drachenzahn liegt auf einer Insel. Die einzige Hoffnung wäre der Hafen. Vielleicht könnten wir aufs Festland zurück. Besser als nichts. Statt hier 20 Jahre zu versauern, werde ich versuchen, das hier rauszubringen. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Hey. Nicht schlecht. Okay, das scheint schon mal ziemlich aussichtslos zu sein. Scheiße knacken. Ich kann es nicht mehr. Libra! Achso, boah! Cool. Okay, hast schon wieder recht. Hey, das sieht irgendwie brüchig aus. Hehe. Okay, Sol, helf mir mal. Ja. Stimmt. Okay, du. Schade. Ist hier vielleicht was? Libra. Lederkleidung, kann ich die anziehen? Sollte ich. Bin ich jetzt wieder Stufe? Ich bin Stufe 11. Komm schon. Irgendwas werde ich doch wohl finden. Aber hier ist was. Hö, geil. Was? Ah, okay. Solis, hilf mir doch gefälligst. Gefunden. So, auf geht's. Scheiß drauf. Der für Ruhe sorgen kann, während ich hier kacke. Ich habe ja eine Wand gefunden. Klar. Okay. Oh, schade. Ich bin wieder Stufe 42. Nein, ich bin. Ich habe auch keinen einzigen Taler. Habe ich noch. Aber ich hab Hauptsache die Ohrringe noch, ne? Na, ganz klasse. Genau drei Wege zu geben. Den richtigen Weg. Okay, immer den Rechtsweg folgen. Ah! Zwei Totenköpfe. Ein Totenkopf. Okay. Ja. Wir müssen immer den richtigen Weg finden. Hast recht. Gut. So. Lecco mio. Durch da. Ah! Puh, wir sind gerettet. Hoffe ich. War es jetzt gut, wieder zu flüchten? I don't know. Alles klar, ich verstehe. Und wir werden das Loch sofort schließen lassen. Danke von ganzem Herzen. Wenn ihr irgendwas tun könnt, lasst es mich wissen. Geil. Ich bin reich. Ist doch kein Thema, wir haben jetzt nur noch ein Problem. So ein nerviger Vampir hat uns mit einem Fluch belegt. Könnt ihr vielleicht einen Magier, der Vampirflüche beseitigen kann? Alles hier in Oberberg gibt es nur sehr wenige Magier. Die besten leben in Königsberg. Das wissen wir doch, es gibt keinen hier in der Nähe. Hm, ihr könnt es in Elsterwald probieren. Dieses Dorf liegt zwar auch an der Westküste, doch der Weg dorthin ist nicht so beschwerlich und lang. Elsterwald. Okay, vielen Dank. Ja. Letzten Anliegen hätte ich aber noch, auch wenn es nicht zwingend notwendig ist. Im Westen unseres Dorfes befindet sich ein Wasserschein. Und es scheint, als würde es dort einiges an Tumult geben. Würde dort spuken. Klar. Klar werden wir das tun. Der Wasserschrein ist doch eh mein Hauptziel. Ich habe ihn schon immer gehasst. Mit den ganzen Zahlen da, ey. Das war echt nicht mehr schön. Das erfolgreiche Absolvieren von Questen bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie 0 EP. Stimmt, ich habe keine einzige Nebenquest beendet. Okay, fick dich, dass du das eingebaut hast, ist scheiße. Du bist ein Drecksack. Wieder scheinen wir durch einen Vampir aufreisen gehen zu müssen.
Raffinierte Plans, alle nach oben mühlen und damit in eine Falle zu locken. Der Vampir muss gewusst haben, dass gerade wir gerufen werden, wenn es um Vampire geht. Stimmt, Bruder, allerdings ist mir noch was anderes aufgefallen. Der gute Herr Fallersleben ist gut informiert. Was meint ihr damit? Um das zu erklären, muss ich euch die Geschichte um Elster weiterzählen. Schönes Bild. Früher war Elsward eines der gefragtesten Orte weit und breit. Viele Magier und Zauberer haben damals ihren Wirt dorthin gefunden. Auch Gandalf, oder wie heißt er nochmal? Gandamel, genau. Elsterwald wurde und wird heute noch wie Königsberg von einem König kontrolliert. Doch vor etwa 40 Jahren wurde ein gewisser Konrad Eberhard König. Sonderte er sich, doch was bis dahin keiner wusste, er war ein Vampir. Ein Vampir? Aber wie konnte er denn König werden, ohne erkannt zu werden? Zumal Vampire keine Nachfahren von Menschen sind. Oder war der vorherige König auch ein Vampir? Du hast völlig recht. Doch Eberhard war ein Waisenkind, bis ihn der König, der von Eberhard im Amt war, adoptiert hatte. Der König hatte keine Kinder, also war Eberhard folglich der Prinz und somit als einziger für die Nachfolge als König gestellt. Die Tatsache, dass er als Vampir unerkannt blieb, war schon ziemlich merkwürdig. Er war ein besonderer Vampir, denn er schien keine Angst vor Sonnenlicht zu haben. Auch sonstige Schwächen waren nicht vorhanden. Auch schien er sich von normalen Nahrung zu ernähren zu können. Warum? In keinem meiner Bücher, die ich dazu gelesen habe, fand ich Antwort. Letztendlich war Eberhard an der Macht und schien sein Amt beruhigt sicher zu führen. Doch kaum war sein erstes Jahr als König vergangen, nahm er verschiedene Verwandlungen mit Schloss Drachenzahn auf. Verhandlungen. Er meint das Schloss, in dem wir gerade waren. Genau, so ist es. Ihr müsst wissen, das Schloss Drachenzahn liegt auf einer Insel nicht weit entfernt vom Festland von Falkenburg. Und der Hafen Elsterwalds war der naheliegendste. Auch auf der Insel selbst leben etwa genauso viele Vampire wie Menschen. Die Menschen selbst leben in einem abgeschotteten Bereich der Insel und wissen selbst nichts über ihren Standort. Sie dienen lediglich als Nahrungsquelle für die Vampire, geil. Nichtsdestotrotz fällt eine Naturkatastrophe über die Insel ein. Am stärksten betroffen war die Region der Menschen. Alles in diesem Dorf war zerstört und somit die Existenz der Menschen in Gefahr. Und ohne die Menschen konnten auch die Vampire nicht mehr leben. Also sah Graf Drachenzahn nur eine Möglichkeit und musste für seine Menschen Nahrung herschaffen und somit die Menschen am Leben halten. Also nahm er erst mit König Eberhard Verhandlungen auf und so entstand ein Seehandel zwischen Elsterwald und Drachenzahn. Natürlich waren die Menschen nicht sehr erfreut über diesen Handel und schienen eine Revolte zu planen. König Eberhard brach also den Handel ab. Ein Fehler, wie sich herausstellen sollte. Schön zu wissen. Graf Drachenzahn marschierte in Elsterwald ein, um König Eberhard zu überzeugen, dass ein Handel doch viel vorteilhafter für ihn wäre. Doch Eberhard verneinte und es brach ein Kampf zwischen königlichen Wachen und den Vampiren aus. Man kann wohl vermuten, wer hier den Kürzeren gezogen hatte. Eberhard und seine Truppen. Richtig. Sie zwangen Eberhard in die Knie, bis er selbst nur noch die Möglichkeit sah zu fliehen. Er verwandelte sich in eine Fledermaus und floh in den Wald hinaus. Dank seiner Verwandlung wusste man, dass er ein Vampir war. Drachenzahn verfolgte ihn nicht weiter, sondern übernahm selbst die Kontrolle über Elsterwald. Um die Leute nicht aus Elsterwald zu vertreiben, ließ er, bis auf ein paar Leibwachen, alle Vampire zurück auf zur Insel schiffen. Nur er selbst blieb in Elsterwald und ließ eine Wahl laufen, somit ein neuer König bestimmt werden sollte. Allerdings musste dieser neue Handel mit Drachenzahn halten. Und so wurde ein neuer König gewählt und der Handel bis heute aufrechterhalten. Trotz allem war es ein herber Schlag für Elsterwald. Viele sind aus dem Dorf geflüchtet. Bis heute hat Elsterwald es nicht geschafft, sein Prestige von früher zu erreichen. Doch einer machte sich bei der Abwanderung der geheimen Bevölkerung einen Namen. Wilhelm von Kasperfeld. Kann schon mal die Klappe halten. Nein, nicht Gandamel! Er versuchte die Bevölkerung in dem Dorf zu halten. Anscheinend lag ihm was an Elsterwald und er wollte nicht, dass er seinen Ruf verliert. Mit verschiedensten Pariolen und Aktivitäten versuchte er, jegliche Bewohner, die wegzuziehen drohten, zu überzeugen, da zu bleiben. Das heißt, dass Kasperfeld ein ziemlich naiver Bursche ist. Allerdings soll er einer der besten Zauberer der Welt sein. Denn eigentlich ist Kasperfeld nur wegen seiner Begabung als Zauberer berühmt. Im Kampf gegen Drachenzahn hatte er im Hintergrund den Gegner verschiedene Flüche auf den Hals gejagt. Und die Gegner hier waren keine normalen Gegner, sondern Vampire. Weil er war also in der Lage, Vampire zu verzaubern, einer der mächtigsten Wesen der Welt. Durch seine Bücher, die er geschrieben hat, weiß man, dass er allgemein ein Fachmann auf diesem Gebiet ist. Ich selbst bin leider noch nie in den Genuss dieser Bücher gekommen. Schön zu wissen, ne? Kommen wir jetzt bitte. Aber wie dem auch sei, Herr Fallersleben weiß über den Zauberer Bescheid. Ansonsten gibt es heute fast keine Magier mehr, die mehr in Elsterwald. Vor allem beim Kasperfeld, wo der einzige ist, der von bla bla. Ja. Dankeschön. Da. Sei leise. Vampiren auskennt. Wir müssen Avatarius noch Bescheid sagen. Nein, müssen wir nicht! Nein!
Nein! Nein! Nördlichen Westküste. Schloss überqueren. Ah, die Westmarken. Ah, scheiße. Ja, okay. Schade, ich dachte die Ostmarken. Ostteil 1. Wäre nämlich schön gewesen. Nur ich will nicht schlafen, ich will zum Wasserschrein, keine Sorge. Achso, warte, ich muss pennen, weil der Nacht nicht betreten werden darf. Also ab ins Inn. Das war hier oben, ne? Oben und dann rechts, ja. Und dann weiter rechts. Und dann müsste es hier sein. Genau. Hallöchen. Ist ja gar keiner. Ach so, stimmt. Ja, ja. Pennt jetzt. Gut, ich wurde geheilt, habe ich gerade gehört. Das Feuer brennt es aber aus. Also war nie da, okay. Wurde ich geheilt, jetzt ehrlich? Was, ich habe nur 100 Leben. Scheiße. Ich glaube kaum, dass es so... Oh Mensch, aber wo ist den... Boah, ich wollte gerade... Ne, ich bin einfach durch. Warte mal, wo ist die Tunte, die ihren Ohrring verloren hat? War das hier? Ah nein, warte mal, hier war die Anmeldestelle, genau. Hab ich Taler? Ja. Hey. Klar, ich kaufe mir jetzt ein Elixier. Ja, da wird einer reichen. Nee, das ist mir zu teuer. Ja, ja. Der kann es ja gar nicht anziehen. Ach so. Super. So, immerhin so. So, jetzt habe ich nichts mehr an Taler. Falls ich speichern sollte, speichere ich woanders, falls ich die Taler doch noch brauche. So, dann werden wir uns jetzt auf den Weg zu dem hässlichen Schrein machen. Ah, warte mal, du hast den Ohrring verloren. Ah. Okay, Moment. Hey, du wolltest den magischen Apfel. Hey! Toll. Toll, hab ich gesagt. Ja, super, um 5 Punkte kannst du mir am Arsch kratzen, ey. Ich wusste doch, dass das Heilkraut ist. Warum? Wer bist du? So, sei nun geweiht. Meine Arbeit ist getan! Er flüchtet. Super. Wie oft willst du das Denkmal eigentlich noch anschauen? Ich meine nur. So, das ist. Ich habe nur noch 2 Quests eigentlich. Nach Falkenburg zurück, Tarius Bescheid geben und dann abgehen und hier hin. Ich bin zwar jetzt nur noch Stufe 10 und so. Kann mir eigentlich durch. Nee. Aber
Ich check das halt nicht. Das mit den Zahlen. Die oberste. Die oberste. Ah, Scheiße. Ich kann mich nicht bewegen. Schade. Was ist denn die kleinste Zahl hier? Null vier, ne? Ja. Was ist hier? Auch 04. Okay, 04 ist die kleinste Zahl. Müsste jetzt nicht checken, wie ich das rausbekommen habe. Das ist jetzt egal. Ey, stimmt, ich kann ja gar keine 0 nehmen, oder? Leck mich. Okay, dann würde ich wohl mit der 1 arbeiten müssen. Es passiert nämlich jetzt nichts. Ja, Ruhe. Wo ist denn eine 1? 10. Aber nein, weil der 0 kann ich nicht nehmen. Okay. 24. Also hier ist es 24. Und hier ist es... Ja, die 20 kann ich nicht nehmen. Hier ist es 21. Aber die habe ich gerade schon gehabt. Also geht mein Plan wieder baden. Wie rechnet man das? Ja. Die kleinste Zahl wird die größte Bedeutung haben. Die kleinste Zahl wird die größte Bedeutung haben. Ich weiß es. Ich weiß es. Wie viele Nullen hat's hier? 1, 2, 3, 4 Nullen? 1, 2, 3, 4 Nullen. Okay, 44. Wenn es das nicht ist, dann gebe ich auf. 4. Okay, ich probiere das im nächsten Part aus. Ihr wisst, wie ihr mich unterstützen könnt, weil euch das Spiel gefällt und so weiter. Bis im nächsten Part, ciao.